Hallo ihr Lieben, wie schön, dass wir wieder zusammen sind, in einer ganz besonderen Zeit, in der Adventszeit, der Vorweihnachtszeit. Oh, das ist so eine tolle, spannende Zeit und wir dürfen sie zusammen erleben, wie ein Adventskalender. Jeden Tag kommt eine kleine Geschichte, natürlich vom Klaus, wie der Klaus diese Zeit so erlebt, ob es ihm langweilig ist, ob er es nicht mehr erwarten kann, was so alles los ist. Und wisst ihr, bei uns zu Hause, da gab es immer den Weihnachtsweg. Da waren meistens auf dem Klavier 24 Kerzle und ein Weg mit Zweigen und Wurzeln und ein bisschen so Hagebutte, alles Mögliche. Und am Anfang des Weges, wer stand da wohl? Genau, Maria und Josef. Und am Ende des Weges, da war bei uns die leere Krippe. Wie? Die sich dann zusammen auf den Weg machen und jeden Tag wird ein Kerzle mehr angezündet. Und heute zünde mir das erste Kerzle an. Aufgepasst! Ihr wisst ja, ein Adventskranz, da brennt schon die erste Kerze. Wir hattet ja schon den ersten Advent und jetzt zum 1. Dezember. Oh, mein Streichholz will nicht brennen. Die erste Kerze auf dem Weihnachtsweg. Schaut mal, was das für ein schöner Weihnachtsweg ist. Und die erste Kerze brennt. Da sind Maria und Josef unterwegs. Und da hinten die leere Krippe. Oh, so erleben wir jeden Tag irgendwas, was der Klaus erlebt. 1. Dezember. Es klingelt Sturm. Der Klaus kam von der Schule und konnte gar nicht schnell genug zu seiner Mama. Es ist ihm gar nicht schnell genug gegangen, bis die Tür endlich aufgegangen ist und dann ist er hochgestürmt. Mama, Mama, stell dir vor! Klaus, hallo, bitte Schuhe ausziehen, häng deinen Anorak an den Haken, räum deine Mütze. Mama, ich muss dir was erzählen. Bitte häng deinen Anorak an den Haken, die Mütze richtig aufräumen. Bitte. Oh Mama, das ist unmöglich. Und der Klaus schmeißt seinen Ranzen in die Ecke, sieht gerade noch, wie die Mama streng guckt und denkt, oh, okay, schnell, schnell. Aber dann, als alles an Ort und Stelle war, Mama, wir haben in der Schule einen neuen Schüler bekommen. Oh, das freut mich aber. Du Mama, das ist, Mama, ich weiß gar nicht, der kommt aus einem ganz anderen Land. Der kann doch gar nicht richtig Deutsch sprechen. Und dann hat er ganz braune Hautfarbe. Und Mama, weißt du, was ist? Der hat keine Ahnung von Advent. Wir haben doch heute wieder unseren Morgenkreis gemacht und natürlich haben wir Lieder gesungen. Weißt du, was wir gesungen haben? Wir sagen euch an den lieben Advent und so weiter, weißt du schon. Mama, der hatte keine Ahnung. Der weiß nichts von Advent. Der wusste nichts von einem Adventskranz. Nichts von einem Adventskalender. Mama, ich warte heute dran in der Schule. Ich darf die Türle öffnen. Schau mal, ich habe diesen tollen Ratz gekriegt. Und er ist schnell zum Schulranzen hin und hat den Radiergummi rausgeholt, den er aus dem Adventskalender gekriegt hat. Und dann ging es wieder los. Mama, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man nichts von Advent und Weihnachten und von dem allem weiß? Das ist doch unmöglich. Mama, weißt du was? Ich muss ihm das sagen. Ich muss ihm das erklären. Ja, Klaus, wenn du das möchtest, dann magst du das. Mama, meinst du, ich kann dem eigentlich einen Adventskalender machen? Weißt du, und dann erkläre ich ihm das? Ja, wenn du das kannst.
Weißt du, Mama, ich würde dann in die Vespertüte, wo du mir immer das Butterbrot reintust, da würde ich vielleicht mal einen Lutscher und einen Kaugummi und mal vielleicht einen Bleistift und so alles Mögliche reintun und zubinde und 1, 2, 3, 4, 5 bis 24. Klaus, jetzt hol mal Luft zwischendrin. Komm mal runter. Du kannst das gern machen, aber... Ach, Mama, ich weiß, erst kommen die Hausi. Ja, und erst kommt mal das Mittagessen. Heute gibt's Pfannkuchen. Ja, danke, Mama, super. Und dann hat der Klaus nicht schnell genug essen können, nicht schnell genug seine Hausi gemacht, hat sich in sein Zimmer verkrochen und hat angefangen, diesen Adventskalender zu machen. Das war vielleicht eine Arbeit, könnt ihr euch das vorstellen? Dem Klaus ist die Backe sind ganz rot geworden, er hat ganz geschwitzt. Irgendwann hat er gerufen, Mama, kannst du mir was zum Trinken bringen? Ich kann nicht mehr. Und die Mama hat wieder einen tollen Punsch gemacht und er durfte da ein Glas trinken. Und dann hat er tatsächlich, stellt euch vor, an einem Nachmittag diese 24 Tütchen gemacht. Toll, gell? Also alle Achtung. Super. Der Klaus war so am Arbeiten, dass er sein Struppi vergessen hat. Und erst als es draußen gebellt hat, ist ihm eingefallen, er war noch gar nicht mit dem Struppi draußen. Er war fertig und schnell raus und hat mit dem Struppi noch draußen im Garten. Es war schon ein bisschen dunkel, Ball gespielt. Und wisst ihr, wie der neue Schüler hieß? Das hat der Klaus seiner Mama ganz vergessen zu sagen. Das war der Kaleb. Der Kaleb war ganz neu in der Klasse. Und was der jetzt noch weiter mit dem Klaus erlebt, sind wir mal gespannt. Übrigens, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne wieder Bilder malen zu den Geschichten. Ich freue mich. Schickt sie uns einfach. Also, eine schöne Adventszeit. Bis morgen. Tschüss.